In der letzten Zeit habe ich mich immer wieder dabei ertappt, dass ich Dinge aufgeschoben habe, weil ich durch andere Sachen irgendwie abgelenkt war. Und deswegen gibt es heute 5 Dinge, die mir dabei geholfen haben, das nicht mehr zu tun. Punkt Nummer 1 ist eine Kleinigkeit essen und nicht mehr das Gefühl zu haben, dass man irgendwie Hunger hat oder irgendwie was vergessen hat. Und die andere Nummer ist halt rausgehen, ein bisschen Bewegung, frische Luft tanken und vielleicht schon dabei etwas machen, was einen irgendwie ruhiger macht. So ist bei mir der Fotowalk entstanden. Unterwegs sein, ein paar Videos machen, ein paar Fotos machen und einfach irgendwie ein bisschen bewegt haben. Ich bin auch immer sehr schnell durch irgendwie Geräusche oder so abgelenkt und deswegen setze ich mir meistens einfach Kopfhörer auf und höre mir irgendwie so Musik an, wo nicht gesungen wird. Also zum Beispiel irgendwie bei Apple Music gibt es sowas, das heißt Focus. Da hört man einfach nur so Beats und kein Gesang oder Rap oder sonst was dazu. Es ist einfach nur so ein bisschen Getreller im Hintergrund, der irgendwie ruhiger ist. Punkt Nummer 3 ist, dass man sehr schnell durch irgendwelche Geräte abgelenkt ist. Also gerade auch Smartphones zum Beispiel, dass man das so neben sich zu liegen hat, war bei mir auch lange Zeit ein großer Fehler, dass ich immer wieder irgendwie eine Nachricht bekommen habe, irgendwo so eine Benachrichtigung, dass wieder irgendwo was Neues gepostet wurde oder sowas. Und deswegen einfach Telefon ausmachen und direkt aufs Display irgendwie drehen und einfach nicht mehr abgelenkt sein. Punkt Nummer 4 ist, das, was ich am Anfang auch eigentlich schon gesagt habe, im iPhone ist es zum Beispiel einfach so simpel, Sachen aufzuschieben, so von wegen, mache ich morgen oder keine Ahnung, mache ich am Ende der Woche oder sowas. Und deswegen einfach irgendwo handgeschrieben, irgendwo in ein Notizbuch, in einen Kalender oder so schreiben und schon ist das Problem gelöst. Und deswegen habe ich mir dieses Jahr auch wieder einen Kalender geholt, in dem ich dann alles irgendwie aufschreiben kann, damit man das einfach irgendwie besser vor Augen hat. Und wenn ich so ein Haupttopic, sage ich mal, habe von irgendwas, was ich erledigen muss und dann wirklich so 1-2 Sachen habe, die ich absolut erledigen muss, die ich irgendwie mit einfügen will in ein Video oder irgendwie sowas, dann schreibe ich es mir einfach auf die Hand und dann geht es mir nicht verloren. Punkt Nummer 5 ist, ich kann einfach nicht in Unordnung funktionieren. Ich kann mich dabei nicht konzentrieren. Dann gucke ich die ganze Zeit auf meinem Schreibtisch rum oder noch schlimmer, ich gucke dann in den Raum rein und sehe irgendwie von wegen, ja, da müsstest du was machen, da müsstest du was machen. Eigentlich ist der Boden schon wieder viel zu staubig. Und deswegen einfach Ordnung. Alles sehr einfach umzusetzen, würde ich mal behaupten. Und es hilft mir zumindest an der Stelle eine ganze Menge, so dass ich, wenn ich irgendwie wirklich was erledigen will, dass ich es nicht mehr auf den nächsten Tag schiebe, weil ich irgendwie frustriert bin oder abgelenkt bin oder sonst was. Und dass ich dann einfach weiß, alles klar, alles stimmt für mich und kann dann einfach loslegen und die Sache, die ich mir vorgenommen habe, beenden.